dass die Flüchtlinge die schrecklichen Erlebnisse hinter sich haben und mit sehr viel Hoffnung bei uns Zuflucht suchen, enttäuscht werden. Wir werden sie nicht im Stich lassen. Herzlichen Dank. Selbstverständlich, und ich bitte, lassen Sie uns einmal ganz kurz all jenen danken, die das möglich gemacht haben, nämlich der Gewerkschaft und allen, die hier organisatorisch im Hintergrund gearbeitet haben. Vielen Dank, dass Sie uns helfen, dieses Zeichen zu setzen. Ich bin sehr glücklich, als Bürger dieser Stadt ein paar Worte an Sie richten zu können. Und ich kann Ihnen sagen, hier oben ist es deutlich kälter als da unten, und das Phänomen ist ganz einfach: Gemeinschaft schafft Wärme. So wie Vielfalt ein Schatz ist, und jeder, der das versteht, lebt in einer wunderbar reichen Gesellschaft. Ich bin allen, die hier dazu beigetragen haben, dieses deutliche Zeichen zu setzen, sehr, sehr dankbar. Und ich sage Ihnen auch, warum. Vor 15 Jahren gab es hier ein ganz besonderes Ereignis. Sie werden sich daran erinnern. Und die Hannoveraner haben eine wunderbar gute Eigenschaft, sie sind nämlich gastfreundschaftlich, sie sind interessiert an anderen Kulturen, sie sind interessiert an Werten anderer Menschen, und die Expo 2000 hat uns die Möglichkeit gegeben, vor 15 Jahren das nicht nur einen Tag oder eine Woche vorzuleben, sondern das monatelang. Und daraus ist etwas ganz besonders Großes entstanden. Wir haben nämlich gelernt, unseren Nachbarn anzuschauen, der gegebenenfalls aus einem anderen Land kommt und andere Werte hat. Und wir haben gelernt, diese Werte als ein besonderes Maß an Qualität, als einen besonderen